Eppes wird eigentlich so viel geschwätzt. Bei jeder Gelegenheit hört man immer wieder Eppes, Eppes und Eppes. Wie das so ist, oder erzähle ich euch jetzt. Schon gleich nach der Geburt, da fängt es an. Das ist auch schon gut. Die haben auch etwas Kleines. Ach ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass die etwas kriegen. Da muss ich aber gleich mal hingehen und mal hören, ob alles in der Reihe ist. So etwas, das muss man ja wissen, wenn man der Annahme etwas will erzählen. Heute ist heim, wo etwas eingepackt und der erste Besuch gemacht. Da kommen sie noch aus der Nachbarschaft alle miteinander vorbei und gucken in die Wiege rein. Und jeder, der hat ein wenig etwas dabei. Und denkt euch bloß, die gute Ratschläge, die gibt's kostenlos. Und dann die Bewohnerei. Ach, so etwas Kleines, das ist doch immer wieder etwas Schönes. So etwas Süßes, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Was meinst du, wem sitzt da am ähnlichsten von diesen zwei? Ich meine ja, es hätte ein wenig etwas von seiner Mutter. Nein. Ich mein gerade, das hätte etwas von seinem Vater. Da kommt der Nachbar vorbei, der sagt, Kind, hör nicht auf deine Weiber, ihr Knetscherei. Du musst jetzt erst einmal etwas essen, dass du etwas wirst, ordentlich etwas trinken, dass du auch nicht verdürst. So etwas, das kann ja kein Mensch ausgehauen. Gleich Litanei, stundenlang. Da muss man sich doch einmal wehren. Ja, wie soll ich da so gleich kein Quer? Halt mit lauter Plärrerei. Doch, oh wei, nun kreischt es keint, da könnt ihr etwas hängen, denn es sei. Schon wird mir wieder aus dem Bett gerissen und geguckt, ob mir in die Wänge hat beschissen. Nicht ist denn, ja was nun, ja da fehlt dem keint ganz etwas anders. Und bei all dem Stress dürfen wir die Jungmutter ja auch nicht vergessen. Die muss jetzt nach der Geburt etwas ganz besonders Gutes essen. Da ruft da schon einer von der Überstube an. Ich habe etwas Gutes gekocht. Es ist noch etwas übrig. Wenn du etwas willst haben, ja, da bringe ich dir gleich etwas nach. Da leidt man nun in seiner Wiege denn. Und es will ihm einfach nicht Neues gehen. Es will ihm einfach nicht in das gleiche ins Christchen nein. Das wird etwas, ja, was soll denn das nur sein? Und weiter geht's. Es nimmt einfach kein Ei. Jeden Tag bläuen sie etwas EM nein. Und jeder meint, sein Kind, das müsste etwas ganz Besonderes sein. Dann schicken sie ihm in die Schule, dass man etwas lernt. Jeden Tag fragt ihm der Lehrer etwas, was man noch nicht kennt. Wusste man etwas nicht? Gab's bei den Mehrigen etwas auf die Finger. Die Jungen, die kriegen etwas hängen drauf. Ja, so war das zu meiner Schulzeit auch noch drauf. Wird man älter und geht auf die freie Reihe. Da kriegst du gesorgt. Jetzt ist Zeit, nun musst du der Ball mal etwas suchen. Ei, die wenig etwas mitbringt. Merk dir eins. Hast du etwas, dann bist du auch etwas. Also muss einer bei, der etwas kann, wo etwas hat. Eber, was nützt da einem jungen Mensch, ob einer etwas kann, eber etwas hat, wenn man doch den Mensch überhaupt nicht mag. Heute ist so etwas nicht mehr aktuell. Heute, da freut jeder, wer will. Stehen wir zwei beieinander, da heißt es ja gleich, die haben etwas miteinander. Und gleich drauf ich gleich, die kriegt da etwas. So etwas schwatzt ja nur noch ein dummer Deppes. Als ob die heute nicht wüsste, dass da dafür nicht angehört, schon lange wenig etwas. Wird mir ein Mut eingeladen, da ist es so Mode, da bringt mir etwas mit. Hast du nichts dabei, da kann das passieren. Du bist noch nicht richtig taus durch die Tür. Da heißt's, hast du da den Geizkrochen gesehen? Ist da das auch ein Ort? Junge, die hat ja noch näher mal etwas mitgebracht. Überhaupt, wenn etwas gefeiert wird, da dürfen wir ruhig mal etwas auswählen, das dürfen etwas kosten. Es kann doch jeder mal sehen, dass man etwas hat. Ja, es gibt eine andere Sache zu berichten. Wie jetzt Karl oder Wolfgang,
Die hadden zich ook iets uitgedoet. Die hadden kurzerhand uit ihrem alle planten worden een schöne biergarten gemaakt. Zo iets hadden wir dan nog net bij ons in Dorf. Bij ons in Herich, daar had zich die laatste tijd überhaupt iets gedoet. Ja, dat ziet men ja voor weinem schon. Neue Ortsschilder komen bij. Die moesten etwas ganz Besonderes sein. Etwas, was noch keiner hat. Mit so etwas machen wir Hebiger in Stadt. Und dem Heimatverein, dem fällt auch immer etwas ein. Für das Jahr 2000 haben sie sich auch etwas ausgedacht. Und haben auch etwas ganz Wunderschönes aus dem alle Önger Dörfer Backhaus gemacht. Sie haben auch etwas Gutes versprochen aus dem Backhaus, aus dem Neuen. Eber, ich habe nur den Rauch gerochen. Mit dem Feuer hat etwas nicht gestimmt. Es hat nicht richtig gebrannt, es hat nur geklingelt. Egal was war, etwas war nicht in der Reihe. Das ist aber auch weiter nicht schlimm. So etwas reparieren die mit links. Und ich garantiere, bis andere Jahr, das stimmt's. Und noch etwas Schönes, nach der Kirche auf dem Berg oder Linge. So etwas sollten wir uns bewahren. Das wäre etwas für die kommende Jahr. Die Landfrau, die Lore, geht die Jahr zum Backhausfest ein. Da ist auch für jeden etwas dabei. Der Gesangverein, der singt etwas Schönes. Die Tänzer tanzen, ja, die gehört es. Und Bibi Anna ist auch immer dabei. Und der fällt auch jedes Jahr etwas Neues ein. Die Theatergruppe führt jedes Jahr etwas auf. Da freut man sich das ganze Jahr schon drauf. Da will auch hier gerne mal wenig etwas bezahlen, denn da ist endlich mal etwas los, dann ist rührisch soll. Und noch etwas wird wahr in dem Jahr. Man kann sich mit der Kutsch durch uns schön herrlich losgefahren. Ich weiß ja nicht, was haben da die Leute noch bloß. Bei uns die Herrlich, da ist doch das ganze Jahr etwas los. Der Beitrag Ebbes habe ich bei der Seniorenfeier Weihnachten 2000 für getrunken. Und mein letzter Satz war, wer nur für euch gut aufgepasst hat und weiß, wie von mir Ebbes stehen auf meinem Plot, dem habe ich etwas Schönes